Heute, was geht ab, Leute? Hong hier mit einer weiteren Folge von Hong Reacts zu den alten Folgen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass hier oben über der Überschrift Hashtag Pokémon is Serious Business steht. So eine neue Funktion. Cool. Auf jeden Fall, ja. Legen wir mal los. Mal ein bisschen leiser hier. Die Folge heißt Eier brüten und Items sammeln in der Traum. Mit Dimi. Dimi übrigens wieder zurück. Am Wochenende ist er am Start, also heute. Also schauen wir mal. Also ganz passend, dass er deine Videos ist. Dimi mit seinen Weisheiten. Damals war er echt am weitesten von uns allen. So ist es heute Folge 4 aus der Traum. Folge 4 aus der Traum. Pikachu. Pikachu damals echt selten. Okay, wie die eine uns so anstarrt. Alter, wie sie uns anstarrt, Mann. Ob es wegen Pokémon ist oder ob es wegen der Kamera ist. Damals ging es doch viel besser. Es gab kein Speedlimit. Oder ein viel höheres, seht ihr. Ich drehe einfach. Und da auch. Okay, da nicht. Wir sind gerade vorbei. War echt kein Problem hier zu drehen. Bam. Mhm. Glumanda ist auch in der Nähe. Glumanda in der Nähe. Glumanda damals selten. Vulcano, ihr seht, ich habe nicht mal einen Vulcano. Ammonitas, Eudo. 10 Kilometer Ei, damals noch grün. Oh mein Gott. Wie immer typisch Dimi. Einfach gefailt. Einfach gefailt. Okay, aber ich kann ja sehen, was so schlimm ist. Ja. Nicht so spektakulär für die Kamera. Aber echt, Mann. Überhaupt nicht spektakulär. Er hat es einfach so weggeklickt. Funddatum, oben. Das letzte. Oh mein Gott, tot ein Magma. Magma. Leider nicht so toll, wenn man schon zu viel hat. Ja. Der ist echt nicht toll. Wir sehen hier, was du hier. Ja, ich wollte gerade sagen, lass doch hier. Da wird es auch bald paar Videos geben. Auf unserem dritten Channel. Der dritte Channel. Wo wir essen. Den haben wir aber echt vor, ja. Den haben wir echt vor, ja. Der Restaurant-Channel, wo wir einfach nur essen und alles kritisieren. Food-Challenges, alles rund um Essen und Lifestyle eigentlich. Geplant seit 2015. Alter, das ist Ammonitas. Das war ein Fünfer wahrscheinlich. Oh mein Gott, kriegt das Ammonitas. Das war für mich noch neu. Wir haben es gesehen. Es war noch im Schatten. Geht es nur Hyperball? Das geht's los. Na klar, Hyperball, Mann. Geiz nicht so rum mit dem Hyperball. Neuer Dex-Antrag, Ammonitas. Softic. Entwickel den, dann kann er ein Legacy-Moveset lernen. Entwickel den. Oh, na, Fünfer. Aber ihr seht, es geht ab mit den Eiern in der Tram. Damals hat es noch anders Kilometer gezählt, aber. Heutzutage tot. Habt ihr das gesehen? Ich hab den einfach gedreht. Schaut mal, wie schnell wir fahren. Schaut mal, wie schnell wir fahren. Und ich drehe einfach den Stop. Damn. Oh mein Gott, kein IV-Check. Obwohl ich noch kein 100er Radplatz habe. Da war ich noch kein 100er Sammler. Oh mein Gott. So, wahrscheinlich hat Dimi irgendeine Arena gefunden. Wir steigen aus. Das will ich auf der anderen Seite. Doch, aber hier ist eine Arena, in der sich aha. Sehr viel Potenzial. Aha.
Das ist übrigens nicht, der Junge da ist nicht mit mir verwandt. Ach, ihr seht den Kopf gar nicht, ja. Da will ich rein. Der Junge hat nichts mit mir zu tun. 1500. Wenn ich mit einem schwächeren Pokémon als Kiefer kämpfe, ist es halt so, dass du immer, wenn du dann gewinnst, 500. Genau 500 irgendwas kriegst. Ja. Das heißt, drei Kämpfe reichen und ich kann da rein. Wie gesagt, ich bin nicht mit diesem Jungen verwandt. Das alte Arena-System damals echt cool. Es hat sich echt gelohnt, verschiedene Arenen abzuchecken. Extra zu Arenen zu gehen. Typvorteil natürlich. Jetzt. Da ich schwächer bin. Vollkommen irrelevant. Das kann man auch dann gleich in dem Video sehen. Nebulak. Echt ehrlich. 23. Das ist schon die Hälfte nur daheim gespielt, hat schon gut eigentlich. Ich bin immer gut, Mann. Oh, okay, hat mir Blütenwirbel gegeben, das hat der Böse viel abgezogen. Ja, die Hälfte. Okay. Alter. Okay, ich bin tot, Mann. Okay. Okay, damals war das Arena-System sogar noch älter. Man konnte mit einem Pokémon nur rein. Später wurde es geupdatet und man konnte mit einem 6er-Team rein. Das müsste. Ja, aber damals konnte man sogar nur mit einem Pokémon rein und trainieren. Also das war ja richtig, richtig alt. Krass. Alter, er kämpft mit Galaxo. Aber ja, Galaxo müsste es schaffen. Galaxo ist schwer. Früher habe ich auch mit Galaxo oft trainiert. Aber es hat eine krasse Defense und es hat Hyperstrahl. Das ist korrekt. Da hat er recht, ja. Und ich kann Schlecker. Was kommt der Senkungsschuss, glaube ich? Weil meine Attacke ist gerade sehr effektiv. Ich glaube, es war Senkungsschuss. Wahrscheinlich, ja. Bei Giflo ist Gift. Und sein Kopfschuss ist Psycho. Ja, Psycho ist effektiv mit Gift. Nee. Ist gerade irgendwie aus dem Bild. Und der Hyperstrahl sitzt jetzt und es ist vorbei. Das ist relativ knapp. Es war knapp, aber ich bin auch über 150 schwächer. Und jetzt gehe ich raus. Genau. Und jetzt sieht man. Jetzt müsste ich eigentlich um die 500 kriegen, weil mein Pokémon, da, 548, und schwächer war, ja. Wenn du mit einem schwächeren antrittst, das sogar weniger als die Hälfte hat, kriegst du 1000. Um die 500 müsste es sein. Also, und, ihr seht, das Arena-System damals war so vielfältig. Zu leveln, anstatt mit einem starken gegen ein, zwei Pokémon. Genau. Weil, man musste echt viel nachdenken. Man hat sich extra Trainier-Pokémon gesammelt, gefangen, entwickelt. Es gab so viele Facetten, was die AG damals geboten haben. Jetzt klatthauen, reinstellen, was du willst, angreifen mit was du willst. Vollkommen irrelevant. So. Damals echt. Und das war's mit Giflo. Dort ist Defender, dort ist Pusher. Du hattest Angreifer. Nicht mehr mal, weil es uns hier nicht mehr gekauft hat. Du hast auf das Moveset geachtet. Du hast auf die WP geachtet. Nur noch ein Kampf. Wirklich alles. Bei diesen Flüchten, da trifft er ja noch einmal. Kann man da sterben? Da könntest du theoretisch sterben, ja. Leute. Oha. Aber ist eventuell nicht schlecht. Ich habe halt genug Hyper- und Top-Tränke. Mhm. Für Leute, die die Tränke zum Beispiel zu wenig sind, ich finde, am Anfang kriegt man zu viele Beleber. Okay. Wenn du Beleber einsetzt und dann zum Beispiel deine kleinen Tränke, dann hast du mehr Platz im Beutel. Oh, Dimi mit seinen Weisheiten. So kannst du, Dimi. Kannst du dir halt die großen Tränke. Ich habe halt Arena-Weisheiten. Egal. So, der letzte Kampf. Und dann tue ich meinen 2000er Garados rein. Es sei denn, jemand schnappt sich wieder den Platz. Damals noch keinen Sicherheitsschutz. Man konnte einfach vorbeifahren und sich reinsetzen. Ja, snipen. Und so viele Leute haben sich den Bauch gelegt. Er wird jetzt gleich so einen Blütenwirbel einsetzen. Ich muss sagen, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, wo ein anderer trainiert hat und ich habe mich einfach reingesetzt. Also damals war das echt geil. Oh mein Gott, das war so richtig, das war der Blütenwirbel. Das ist zum Beispiel. Okay, Double Power. Oder was war das? Oh mein Gott. Demi. Jetzt hat. So, gleich den Hyperstrahl wegmachen. Fähig schon wieder. Ausweichen, ja, bitte. Ausgewichen erfolgreich. Ja, danke. Ich muss sagen, damals gab es den Ausweichbug gar nicht so stark. Ja, das war es auf jeden Fall. Das passiert dann heute nicht. Der Ausweichbug ist irgendwie viel schlimmer geworden mit der Zeit und nicht besser. Das war's.
Yay, endlich. Endlich geschafft, diese Arena zu hoch zu trainieren. So kriegt man übrigens die Trainiermedaille, Leute. Viele fragen mich, hey, wie kriegt man diese Trainiermedaille? Genauso. Nur. Die Arena ist jetzt ab 7. Das geht halt nicht mehr. Mit dem neuen Arena-System. Ja, endlich. Nur das 2021 war da was drin. Sein stärkstes Pokémon, wow. Jetzt kommt ja den nochmal anschauen. Das Gifler war ziemlich stark. Ja. Danach Papo. Gyarados. Das ist meins. Okay. Lamus. Ihr seht, Lamus war damals eins richtig. Nochmal Gyarados. Und das 3000er Dragoran. Ich denke mal, die Arena ist ziemlich stabil. Ist sie das? Ich könnte die 1 Zeit mal erhalten. Ja, das schon. Wenn 1 bis 2 Rote kommen, zusammen kann man es halt immer einnehmen. Aber an sich ist sowas schon nicht so einfach einzunehmen. Ja. Magnetilo. Neuer Dex-Eintrag oder was? Nee. Hauptbahnhof. Okay. Ihr seht, es wird gedreht und gedreht. Okay, wir stehen noch gerade, also. Das ist egal. Jetzt zum Beispiel. Wir sind schon in voller Fahrt. Und es wird gedreht und gedreht. Also das war echt geil damals. Carpador. Carpador. Regen vorbei, man könnte eigentlich zum Bordeaux-Platz. War das mein erstes oder was? Okay, ich hab's mit der Musik damals echt übertrieben. Hänge. Okay. Das war unsere Fahrt. Ich dachte, wir gehen jetzt Eis essen. Das war, ist der Fazit dazu. Schade. Fazit ist, kilometermäßig hat es gelohnt. Ich konnte eine Kilometermedaille schaffen, wo noch 1,5 Kilometer gefehlt waren. Ich habe dann gleich noch mal 2 Kilometer Ei reingetan. Ja, okay. Jetzt braucht auch nur noch 300 Meter. Und das sehr Gute ist, ich war bei fast 30 Bällen insgesamt mit super Hyperbällen. Und jetzt konnte ich gut aufsteigen, 194 Boah. Bälle, 33 Super und 23 Hyperbälle. Also, krass. Wenn man irgendwann ein Hotspot ist, wo viele Lokmodule an sind, ist es halt immer scheiße, wenn die Bälle einem ausgehen, weil das ist korrekt, ja. Hast du halt Pech gehabt. Ja? Also ja? Ich finde. So eine Trampfahrt ist halt eine gute Ergänzung zum Lokmodul, da sitzen halt. Wenn man nicht ständig auf Arena-Jagd geht, gibt ich finde Pokémon vielseitig. Hört ihr es? Also vielseitig. Sammelt, halt das gibt es momentan halt gar nicht mehr. Man kann Arena erobern oder man brütet halt mit der Tram. Man kann Arena erobern. Halt die Kilometer. Also die Alter, wie ich das alte Arena-System vermisse. Ich finde, das ist halt so ein gutes Zwischending, weil das ist halt der beste Weg. Wenn wir jetzt halt ohne Fahrt bei dem schlechten Wetter. Konnte das halt perfekt ausnutzen, weil es das stimmt, ja. Hat sich das jetzt gut ergeben. Vage Worte sind die vage Worte. So ist es. Genau. Das war's von uns. Vergesst nicht, Pokémon ist Serious Business. Pokémon ist Serious Business! Hey Leute, Kuchiro Yura hier. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ja, danke, Dimi, für dein Outro. Ja, das war's von mir. Ich kann nur sagen, Alter, wie ich das alte Arena-System vermisse. Checkt die alten Videos ab, die waren echt gut. Gute alte Zeiten, viele alte Erinnerungen. Wie gesagt, das alte Arena-System, wie ich das vermisse. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Lohnt sich auf jeden Fall. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.